Erster Aufschlag für das Rackleton Christmas Turnier in Lönne. Ex-Weltmeisterin Julia Knacke erklärt dem Westfalenblatt, warum man für die Sportart vier Schläger braucht. Naja, also Racquetlon besteht im Prinzip aus vier Sportarten. Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Es geht dann vom kleinsten zum größten Schläger. Man spielt in jeder Sportart einmal bis 21 Punkte, geht dann zur nächsten Sportart über und am Ende werden alle Einzelpunkte zusammengezählt. Racquetlon ist ein Sport für jedermann und auch für Anfänger geeignet, wie Julia Knacke erklärt. Also grundsätzlich kann es erstmal jeder spielen. Also wichtig ist dann die guten Spieler, man sieht ihnen nicht mehr richtig an, aus welcher Sportart sie kommen. Also Vielseitigkeit ist natürlich besonders wichtig und ich denke, das ist so der wichtigste Faktor. Die Racquetlon-Vereine werben fleißig um Mitglieder. Mit Erfolg. Ja, also wir machen besonders viel in der Öffentlichkeitsarbeit und haben bei uns im Verein, im Racquetlon-Team in Lübbecke mittlerweile auch 5 Mannschaften, sind damit der größte Verein in Deutschland und klar, Racquetlon ist noch nicht besonders bekannt, aber wir arbeiten dran und in der Bundesliga, also von Jahr zu Jahr, steigert sich auch die Anzahl der Mannschaften, sodass wir mittlerweile schon bei 4 Ligen sind. Ein Wachstum, das auch international Früchte trägt. In den letzten Jahren hat Deutschland ordentlich aufgeholt. Höhepunkt war da vor allem der Gewinn der Team-WM letztes Jahr. Und mit der Nathalie Vogel haben wir seit Jahren auch, eigentlich stellen wir die weltbeste Spielerin, die auch in den letzten Jahren 2-mal Weltmeisterin geworden ist.